It's body heat on my fire. Da, 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 da. Over the wire. Immer diese 80er Musik, ja. Da, da, da. Dann eine Kamm. Wie geht's? Wie geht's, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu Die Deutschen Podcast, der wunderbarste Podcast der Welt. Es ist sogar gerade die Deutschen Podcast Academies, ja. Wir haben uns nicht registriert. Genau, weil es eh nichts bringt. Erstens das, weil das so ein bisschen Vetternwirtschaft, Inzest, aber es geht um was anderes. Da musste man irgendwie eine Audio machen, sich bewerben. Ich hatte keinen Bock drauf. Also erstmal möchte ich sagen, bevor wir diesen wunderbaren Podcast beginnen. Nennen. Ist mein Bruder Scheiern und Dulli und Reda haben gestern mit mir Bloodsport auf 4K geguckt. Das war ein Applaus wert. Das war eine geile Zeit. Das ist ein Moment, den ich mit denen geteilt habe. Den werden wir nie vergessen. Darüber werden wir reden, wenn wir 80 sind. Genau. Guck mal, andere nennen so andere Beispiele. Hast du die Freundschaft besiegelt? Ich glaube, ich will nicht damit anfangen. Ja. Ist ein Kultfilm. Ist ein schöner Film. Kann man nichts sagen. Will ich hoffen für euch. Effekte. Schwach. Da gibt's ja keine Effekte. Ja, so. Auch die Schläge, man sieht, so passiert nichts in echt. Das ist so Wrestling. Obwohl eigentlich Wrestling besser ist. Nein, sogar. Wrestling ist geil. Ja, ist Wrestling nicht geil? Ja, Wrestling ist du besser als Wrestling. Aber Bloodsports von den Kampfszenen. Niemals, die Kampfszenen sind legendär. Guck mal, sah der nicht sexy aus, der Körper? Und so. Ja, aber und ist, man hat und ja und diese Effekte und diese Kicks, Alter. Oder so einfach 30 cm am Gesicht vorbei. Ja, und dann übertreiben, so. Der hat so gehauen, dass die Faust war hier. Ja. Genau, so hat der Cutter das auch zugelassen. Ja, genau. Dass die Faust hier ist. Ja, genau. Und der eine so macht, das wäre keinem aufgefallen. Nur euch fällt das auf. Ist nur gut und hier, Dulli okay, und... Okay, was ist eure Meinung? Kampfszenen. Also ich verstehe seine Fantasie, ja, also seine Faszination. Aber vor 20 Jahren hat er den Film das erste Mal gesehen. Was für 20? Vor 30? Ja, ja. Ich habe den jetzt so gesehen. Ja, und dann auch 4K, du hast ja alles gesehen. Ja. Ich glaube, er weiß, wie das ist. Das ist, was ich natürlich nicht verstehe, wirklich jetzt. Gehen wir jetzt vom Bloodsport weg, damit die Leute nicht sagen, ja. Das ist wie so andere Filmklassiker, wenn jetzt zum Beispiel jemand, der ihn damals nicht geguckt hat, heute Der Weiße Hai guckt. Kann ich, der hat ihn ja noch nie gesehen. Doch. Ich kann verstehen, nicht Respekt. Guck mal, ihr seid ja nicht Respekt, ihr sagt ja trotzdem, der Film war cool, ihr habt geguckt, ja. Ihr habt Spaß gehabt. Ja, ja. Ihr habt sogar in die Story investiert, ihr habt geredet. Aber ehrlich gesagt, warte, haben wir Spaß gehabt wegen dir? Weil ich glaube, hätten wir den alleine geguckt, wäre jeder am Handy gewesen und hätte so ein bisschen mitgeguckt. Aber durch dich, du warst ja auf mir. Du hast ja, ich lag neben, ist dir das aufgefallen eigentlich? Nein. Auf der Couch, sein Kopf war hier und sein Arm war teilweise hier. Ja, wir sind ein Paar. Ja, ich find's ja nicht schlimm. Aber dann hast du auch, ich konnte ja gar nicht mich ablenken. Ich habe nur noch was, ey Bruder, guck mal jetzt. Ich sag ja, okay. Und ich habe ja kein Wasser getrunken, 2 Stunden. Und ich kann dann nachvollziehen, wenn jemand Der Weiße Hai jetzt guckt, nehmen wir da, dass das für heutige Sehgewohnheiten eventuell langweilig wirkt. Das ist ja wie, als ich meine Geschwister so an so Horrorfilmklassiker rangetastet habe, dann hat eine meiner Schwestern Halloween geguckt von 1978, der ist ja ein absoluter Klassiker und hat die auch gesagt, ja, ich fand den irgendwie langweilig. Dann habe ich auch gesagt, boah, guck mal, Ketzerei, deswegen gibt es ja Ehrenmord, deswegen töten Jungs ihre Schwestern, wegen so Aussagen. Ja, kann man so. Was? Guck mal, das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Du sagst, Scarface ist langweilig, ne? Der für viele der absolute, also der für viele so einer der besten, wie viele Leute sagen, das ist der beste Film aller Zeiten. Du sagst, das ist langweilig. Kann ich nachvollziehen. Ich habe auch schon Leute gesehen. Guck mal, durch die Bank, als einer der besten Filme aller Zeiten gilt Der Pate. Weißt du, viele Leute, ich kenne von heute, die den geguckt haben, sagen, ey, der war langweilig. Ja, ist auch so. Das genau. Fandst du das auch so? Ja, ja. Weißt du auch warum? Ja. Boah, wir sind Gewohnheitstiere. Ja. Und ein Film, was geht der? 90 Minuten? Ja, Der Pate geht so 19 Jahre. Oder das geht einfach so 3 Stunden, 3,5 Stunden. Irgendwann auch jede Szene so übertrieben. Allein diese Hochzeitsszene, glaube ich, geht 25 Minuten, Alter. Und du siehst nur, wie Leute tanzen. Okay, wie alt warst du, als du Der Pate geguckt hast? 14, 13. Okay, das hat dir da gar nicht gefallen. Doch, da war es so eine Faszination. Ja, okay. Mafia, du siehst so im Anzug. Wie Training Day, Bruder. Ich hatte Top 5, war Training Day immer in meinen Top 5. Dann habe ich den vor 6 Monaten gesehen. Ich sage, ey, das ist voll der langweilige Film eigentlich. Krass. Das okay, ist, weil den habe ich jetzt 10 Jahre oder so nicht gesehen. Weil es passiert nichts. Er ist nur im Auto. Hast du das auch so empfunden? Ja, ja.
Ja, wir haben zusammen geguckt. Passiert. Ja, okay, das, wenn man so 30 Jahre alte Filme bei dieser, aber Training Day ist ja nur so 20 Jahre alt. Wenn man da das schon auch sieht. Ja, weil Training Day, was passiert denn? Wirklich runtergebrochen. Ja. Der ist 99% im Auto. Dann gehen die einmal kurz aussteigen, laufen jemand hinterher. Dann einmal retten die die Frau. Dann sind die einmal im Haus von diesen Mexikanern. Und dann wird der am Ende erschossen von den Russen. Boah, ich finde das voll krass. Hast du auch dieses Empfinden? Ja, okay, wenn die sogar bei Training Day. Boah, das sind 4 Szenen nur. Rest ist im Auto. Denkt ihr, dass es generell, dass die Sehgewohnheit sich ändert, dass man zum Beispiel einer von heute kann einen Film aus den 60ern nicht gut finden? Geht das nicht? Doch, doch, bestimmt. Aber du guckst ihn anders. Zum Beispiel, ich glaube, weil, guck mal, wenn du jetzt einen John Wick guckst, ne? Ja. Bruder, ich sag dir wirklich, einer der geilsten Filme für mich ist 96 Hours. Ja, genau. 2008 ist ja so, aber wenn du es runterbrichst nach einem John Wick-Film, passiert bei 96 Hours gar nichts. Ja, weil John Wick halt ist extrem auf Ästhetik und Action-Szenen. Ja, aber da passiert nichts bei. Was passiert wirklich bei 96 Hours? Das heißt. Und der Film ist so 45 Minuten lang. Das heißt, denkt ihr in 50 Jahren, wenn Leute John Wick 4 gucken, den ich im Kino übrigens gesehen habe, in 50 Jahren, und die gucken John Wick 4, dass die dann so darüber reden wie über Bloodsport? Ja, wir verstehen das, das ist ein geiler Film, aber man sieht voll, guck mal, die Kampfszenen sind voll nicht zeitgewinn. Ja, ja. Boah, das ist voll schockierend. Vorher, weil es sich sehr krass entwickelt. Guck mal, ich verstehe deine, ein weißer Hai damals war eine Revolution. Genau. So ein Plastikhai, was aus dem Wasser rauskommt. Genau. Und da die das nicht so darstellen konnten, siehst du fast nur die Flosse. Genau. Genau, ja. So, aber heute, du kannst ja so ein Hai, also original fast machen. Ja, du kannst ein original Hai benutzen. Ja. Ja, ja. Ey. Sagen wir mal Kevin allein zu Hause. Das war 1990. Ist das, wenn du den jetzt guckst, sagst du, oh, ja, nicht mehr so geil? Nein. Oder das findest du immer noch geil? Das ist immer noch geil. Ja, okay. Weil es, glaube ich, sehr realistisch noch ist. Ja, der ist ja super unreal. Die wären nach der ersten Falle schon beide gestorben. Und der wäre wegen Mord ins Kinderheim gekommen. Ja, das ist klar. Aber ich meine, realistisch, es, guck mal, wenn ich einen Film, zum Beispiel Skyscrawlers, gucke. Was war Skyscrawlers? Mit The Rock oder so. Skyscraper, du bist auch ein Skyscrawler, Alter. Achso, ich hab dieses dann lassen gehen, the light upon us. Die hießen ja so. Ja. Achso, Nightcrawlers. Skyscraper. Ja. Wenn du den guckst, ja. Wenn sozusagen, ich glaube, dieses Hochhaus da explodiert. Ja. Bruder, du siehst, wie billig das ist. Ja, eben. Und das stört mich. Und deswegen gucke ich lieber 80er-Jahre-Actionfilme, wo ihr sagt, ja, man sieht. Weil da explodiert das Haus wirklich. Und deswegen sieht es immer besser aus. Und zum Beispiel, wenn jetzt so den Film, den wir geguckt haben, wie hieß der mit den Afrikanern? Mit Bruce Willis, den wir geguckt haben? Tränen der Sonne? Ja. Ja. Geiler Film. Bruder, geiler Film. Helikopter. Super Film. Du siehst alles echt. Ja. Ja, bei The Rock, der springt so vom Kran und so. Du siehst, das ist in so einem Raum gedreht, wie hier. Ja, es ändert sich alles. Alles. Künstliche Intelligenz. Das soll jetzt, apropos Fernseher, kommen nicht im Hochformat raus. Ja, was? Redet doch. Warum bist du so aggressiv? Ja, weil ihr nicht redet. So, ich habe jetzt einige Videos zugeschickt bekommen, wo man sieht, dass jetzt in China langsam schon so Serien und Filme rauskommen. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Kann sein. Allerdings. Auf lange Sicht, dass man, ja. So, was sich aber durchsetzen wird, ist künstliche Intelligenz. Schon davon gehört? Ja, weil ich extrem zugetextet worden bin von mehreren Leuten aus meinem Umfeld. Es gibt irgendwie so ein Programm, ne? ChatGPT, ja. Genau, und dann sagen die, ey, guck mal, ich habe da jetzt reingeschrieben, schreib mir ein Stand-Up-Comedy-Set für Nizar. Und dann schreibt das so ein Set, die schicken mir das. Das war nicht schlecht. Und da waren so, viel war Müll. Muss man ehrlich sagen, ne? Aber ich schwöre dir, da waren so 2-3 Gags, die hätte ich gemacht. Also die haben schon so einen Blickwinkel. Ah krass, ich dachte, Comedians klauen nur von Özcan. Nein, nein. Die klauen auch von Ach so. Asozial. Und ach so, das geht da auch? Das geht da auch. Ah, okay. Und dann gibt's ja auch jetzt so diese ganzen neuen Programme, die Stimmen faken und so. Und dann gibt's ja auch jetzt Voice-over. Ganz, ja genau, gibt's jetzt auch ganz viele Videos, die viral gehen. Da gibt's auch dieses Video zum Beispiel von Jordan Peterson, wo er über Money Boy und Shindy redet. Und das klingt so krass echt. Wo ja, es gibt ja auch so Kanye West und Drake AIs. Genau, genau. Und dann gibt's jetzt auch jetzt Drake, wie er Window Shopper rappt. Das ist aber geil. Das klingt original. Ja.
Ja, also ich finde das sehr beängstigend. Also, sehr beängstigend, und ich glaube, dass also die menschliche Komponente. Also erstmal, wenn du mit 80er Jahren Film aufgewachsen bist, wissen wir, dass du damit auf keinen Fall Spaß machen solltest. Das ist kein Spaß, Skynet, ne? Die übernehmen dann. Glaub mir, und dann wird die Maschinen werden die Zukunft übernehmen, wie bei Matrix. Also guck mal, man sagt jetzt zum Beispiel, ja, du kannst dir eine Hausarbeit schreiben lassen darüber. Genau. Für die Uni. Richtig. So, jetzt gibt es aber so Sicherheitssysteme. Der Professor kann den Text da auch eingeben und sagen, hast du das geschrieben? Und er sagt ja. Ah, ja, okay, aber wird er das bei jedem bei jedem Studenten machen? Muss bei ja kopieren jedem und einfügen. Schüler, boah, ich weiß nicht, schwer. Außerdem, guck mal, also die Seele geht verloren. Weil guck mal, ein Regisseur, der eine Krise hat, sagt einfach, schreib mir mal eine geile Story. Ja, genau. So, Stallone, wenn er jetzt keine Ideen hat, ey, schreib mir mal so einen geilen Film wie in meiner 80s Prime. Ja, genau. Wird der Film geschrieben? Comedians. Ich habe kein Set, schreib mir mein Set. Ja, genau. Das Programm hat ja die ganzen Infos aus dem Internet. Boah, jetzt die ganzen Stand-Up-Comedians schreiben. Ja, ja. Ich finde das sehr beängstigend. Bei Songs, der Produzent sagt, ey, schreib mir mal so einen geilen Song mit so einem Michael Jackson-mäßigen Hook, und das Ding kann ja alles machen. Ja, jetzt guck, aber was ist die KI auch noch jetzt bald machen kann? Also die kann das schon, aber das wird ja immer weiterentwickelt, ne? Weil die lernt ja dazu. Genau, die lernt dazu, aber die gibt, was Freunde mir gesagt haben, ist, dass die keine eigene Meinung mit einfließen lässt. Zum Beispiel, ich hatte so Diskussionen in der Gruppe wieder mit Freunden, wir haben so geredet, Sylvester Stallone oder Denzel Washington oder Van Damme und Tom Hanks. Mhm. Und dann war so ein Typ wie ihr, ey Nisa, dass du dich wagst, Van Damme mit Tom Hanks vergleichen. Sag ich, ja, du liebst doch diese Chat-Dings, frag die doch. Ich dann fragt er Tom Hanks oder Van Damme. Ich habe keine persönliche subjektive Meinung, allerdings haben beide Schauspieler Vor- und Nachteile. Und dann erzählt es das so oft. Ja klar. Aber jetzt sagen, guck mal, es gibt ja erschreckliche Sachen, aber es gibt auch Vorteile. Ja. Guck mal, so ein Vorteil ist natürlich, dass der die Podcast-Beschreibungen macht. Zum Beispiel. Oder ein Vorteil ist, du kommst zum dritten Mal spät nach Hause und dir fällt keine Ausrede mehr ein. Aber was schreibst du dann? Was sagst du dem Programm? Fragst du, ich brauche eine dritte Ausrede für meine Frau? Genau. Und der macht das dann? Ja. Er versteht das dann auch? Ja. Und dann weißt du... Nein! Doch. Du kannst nicht da reinschreiben, ich brauche eine dritte Ausrede für meine Frau. Doch. Schreib. Ey, dann besorge ich mir das auch. Jetzt bin ich gespannt. Was schreibst du? Brauche eine Ausrede. Zwecks zu spät kommen, ja, für meine Frau. Ausrede, warte. Da ich meine Frau geschlagen habe. Jetzt steht er wegen Gewalt. Jetzt guck mal, sogar. Okay, ich brauche eine Ausrede, da ich meine Frau versetzt habe. Genau. Zum dritten Mal. Ja. Ey, das wäre zu krass. Zum dritten. Schick ab und jetzt lies vor. Ey, was ist das schon? Kann das jeder kaufen oder ist es umsonst? Das ist umsonst. Boah, wieso habe ich das nicht? Okay. Und dann, Dulli? Unten der Fall. Ah, so der Fall. Ich brauche eine Yo, so ein Woke-Programm, Alter. Ja, jetzt also, lies vor. Es ist wichtig, ehrlich und aufrichtig zu sein, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Versuchen Sie, Ihre Frau anzurufen und sich aufrichtig zu entschuldigen. Teilen Sie ihr mit, dass sie ihre Zeit und ihr Engagement schätzen und dass sie es sehr bedauern, sie versetzt zu haben. Wenn es sich um eine unvorhergesehene Umstände handelt, können Sie ihr dies erklären. Wenn es sich jedoch um ein wiederkehrendes Muster handelt, sollten Sie darüber nachdenken, warum Sie Ihre Termine absagen und ob es Möglichkeiten gibt, Ihre Zeit besser zu verwalten, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Verpflichtungen einhalten. Es ist wichtig, Verantwortung für Ihre Handlungen zu übernehmen und zu zeigen, dass Sie sich um Ihre Beziehung kümmern. Okay, der betrügt aber nicht. Wie betrügt? Du hast es falsch geschrieben. Warte, ich habe eine andere Frage. Warte. Meine Frau, ernsthaft, damit ich sehe, was der für ein Mindset hat. Warte. Ich schreibe das nicht richtig. Ja, genau, ich schreibe das nicht richtig. Ich schreibe das jetzt. Mr. bei Bloodsport sieht man alles. So Top-Choreografen und. Meine Frau will Pornostar werden. Nenn mir Gründe dagegen. Nenn mir Gründe. Gut, sehr gut. Ich hätte es nämlich anders geschrieben. Weil dann wissen wir, was das für ein Ding ist. Nenn mir Gründe, die dagegen sprechen. Ey, das ist so krass. So. Meine Frau. Oh, korrekt. Willst du hören? Ja. Es gibt viele Gründe, warum es schwierig sein könnte, Pornostar zu sein. Hier sind einige mögliche Bedenken.
Erstens, viele deiner potenziellen Kunden sind Comedians bei Rebel Comedy. Zweitens. Nein, erstens Ausbeutung. Die Pornoindustrie hat oft den Ruf, Frauen auszubeuten. Also nur den Ruf, ne? Nicht, dass es so ist. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass ihre Frau vollständig versteht, worauf sie sich einlässt, bevor sie eine Entscheidung trifft. Das heißt nicht, dass sie es nicht machen soll, sonst ist es nur mit ihm schwierig. Genau. Zweitens Image. Die Arbeit als Pornostar kann Auswirkungen auf das persönliche und berufliche Image haben. Es könnte schwierig sein, in anderen Bereichen der Arbeit oder des Lebens respektiert zu werden, wenn jemand in der Pornoindustrie ist. Aber guck mal, der schreibt es falsch. Guck mal, du musst so schreiben. Ja. Yeah. Schluss machen Text nach 5 Jahren Beziehung wegen anderen Interessen für WhatsApp an Nisa. Du bist meine Frau. Ja. Yeah. So. Lieber Nisa, ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Es fällt mir schwer, aber ich denke, es ist notwendig. Das kann nicht von mir kommen. Ich kann niemals notwendig schreiben. So, nach 5 Jahren Beziehung haben sich unsere Interessen und Prioritäten geändert. Ich habe das Gefühl, dass wir uns auseinandergelebt haben. Ey, das ist zu krass. Und nicht mehr auf derselben Wellenlänge sind. Und es wird ja eben intelligenter, das Ding. Ja. Das heißt, es wird irgendwann... Ich denke, es wäre unfair, wenn wir so weitermachen würden, obwohl wir beide nicht mehr glücklich sind. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir unsere Beziehung beenden. Ich möchte nicht, dass du denkst, dass ich unsere gemeinsame Zeit nicht geschätzt habe. Ey, ist oder das dass krass. Ich dich nicht mehr mag. Aber ich denke, es ist besser, wenn wir getrennte Wege gehen und nach neuen Abenteuern suchen. Ich hoffe, dass du meine Entscheidung respektieren kannst und dass wir in Frieden auseinandergehen. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Ey, man kann das echt, wenn man zu faul ist, und da kann man das einfach kopieren. Ja. Warte. Mach mal dein Mikrofon ein bisschen. Ja, warte. Sorry, Regisseur Reda. Warum hast du dem diese Aufgabe gegeben, Alter? Warte, ich habe noch was für dich. So, ich habe jetzt das Ding gefragt, aber das hat ja nie eine Meinung. Warte. Es hat eine Meinung. Ah, okay. Ich habe geschrieben, ist tunesische oder iranische Küche besser? Ja, so halt. Es ist schwer zu sagen, welche Küche besser ist, da beide Länder eine reiche kulinarische Tradition haben und einzigartige Geschmacksrichtungen und Zutaten aufweisen. Es hängt auch von den individuellen Vorlieben ab. Jetzt gucken wir, ob die Scheiße redet oder nicht. Die tunesische Küche zeichnet sich durch ihre Vielfalt und den Einsatz von Gewürzen und Kräutern aus. Es gibt viele Gerichte mit Couscous, Tomaten, Olivenöl und Harissa, die eine gewisse Schärfe haben. Auch Fisch und Meeresfrüchte spielen eine wichtige Rolle in der tunesischen Küche. Das können wir bestätigen. Okay, Fasan. Die iranische Küche ist bekannt für ihre Verwendung von Reis, Lamm und Safran. Es gibt viele Gerichte mit Auberginen, Tomaten, Zitronen und Granatapfel. Auch Kräuter wie Koriander und Minze werden häufig verwendet. Stimmt das? Ja. Aubergine ist echt viel? Ja. Aber der isst das doch gar nicht. Deswegen bin ich halb. Also, stimmt. Ja, okay, was hast du noch? Ich hab was für dich. Ja. Ist Dulli... Von der Rough Comedy Jam. Warte. Von der Rough Comedy Jam. Ein guter Veranstalter. Aber der kann doch kein Urteil bilden. Ja, warte, ich frag mal. Ich will gucken, ob er das, ob den überhaupt kennt. Nee. Blödsinn. Aber jetzt habe ich die beste Frage. Und dann kannst du nie was sagen. Hm. Ist Cheyenne... Du weißt, was kommt. Du weißt, was kommt. Ist Cheyenne berühmter als Nisa? Was denkt ihr? Muss ja sein. Guck mal, wenn er seine 16 Minuten Audios macht, habe ich geschrieben, Nisa ein gutes Gefühl geben, eine Motivation, dass er besser ist als wir. Text für WhatsApp. Hey Nisa, ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte dir einfach mal sagen, dass du ein großartiger Mensch bist. Und ich glaube fest daran, dass du alles erreichen kannst, was du dir vornimmst. Du hast so viel Potenzial und ich bin mir sicher, dass du es nutzen wirst, um deine Träume zu verwirklichen. Wenn du mal Zweifel haben solltest, also wenn mal, 6 Mal in der Woche, denken immer daran, dass du es schaffen kannst. Und dass ich immer an deiner Seite stehe, um dich zu unterstützen. Lass uns gemeinsam hart arbeiten an unserem Projekt und uns gegenseitig motivieren und das Beste aus unserem Leben machen. Das ist hart, gell? Nein, ich lache, weil ich das komplett hier ausgetrickst habe. Was ist das für ein Ding, Alter? Was? Ich schwöre dir, ist Cheyenne oder Nisa berühmter? Achtung,
Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wer berühmt er ist, da dies von vielen Faktoren abhängt, wie beispielsweise der Art der Berühmtheit, der Region oder dem Land, in dem sie bekannt sind und der Zielgruppe, die sie ansprechen. Pass auf. Wenn sie sich auf den Bereich der Musik beziehen, dann sind beide Sänger sehr talentiert und haben eine beträchtliche Anzahl von Fans. Cheyenne ist ein indischer Singer-Songwriter, der für seine Pop- und Filmmusik bekannt ist, während Nizar ein arabischer Sänger ist, der für seine arabische Musik und sein Gesangsstil bekannt ist. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Definition von Berühmtheit subjektiv ist und es möglicherweise keine klare Antwort auf diese Frage gibt. Ey, was? Okay, was würdest du jetzt sagen, Nizar? Ja. Jetzt kannst du mal aufhören. Warte, warte, worum geht es? Worum geht es? Ich will dir beweisen, dass wir ein guter Podcast sind. Warum? Worum geht es in dem Podcast? Von Nizar und Cheyenne, die Deutschen. Die Deutschen. Von Nizar und Cheyenne. Um Respekt, Nächstenliebe. Ja, frag, frag, bis die Antwort kommt. Ja, dann unterbrichst du mich ja wieder. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ey, der sagt wieder, mir ist nicht bekannt, dass Nizar und Cheyenne einen Podcast namens Die Deutschen haben. Es ist jedoch bekannt, dass Nizar und Cheyenne beide Musiker sind. Und ja, weil er zu wenig Informationen hat. Der ja. lernt ja noch. Ja. So, jetzt Sylvester Stallone. Ja. Bringt einen Film raus, alle feiern. Du sagst, oh, der neue Rambo 9 ist der krasseste aller Zeiten. Genau. Und dann sagt er so, ja, ich habe das mit einer KI machen lassen. Würdest du dann enttäuscht sein? Ja. Warum? Weil es den Wert der Kunst, also es vermindert den Wert der Kunst. Weil dann, also dieser, ich weiß nicht, es ist nicht gut. Und es wird nicht so eine Seele haben, wird es nicht. Du kannst einen Film wie Rambo, oder jetzt auch, guck mal, was ist am Bloodsport geil? Lass mich mal, ob die Kampfszenen zeitgemäß sind oder das Herz des Films. Kannst du aber auch machen. Nee, das kann eine Maschine nicht. Doch. Diese Seele, kann eine Maschine kann keinen James Brown Song machen, dass du so sitzt und sagst, doch, weißt du warum? Weil er diese Information hat, wie es klingt und er kann es 1:1 nachmachen. Ich finde das sehr beängstigend. Guck mal, wenn du jetzt einen Roboter nimmst, ne? Irgendwann. Ja. Skynet, Bruder. Du kannst ihn einfach so einen USB-Stick, sagen wir mal, reinschieben. Ja. Und plötzlich kann er so ein Kampfjet fliegen. Ja, das ist voll beängstigend. Innerhalb so einer Sekunde. Das ist sehr beängstigend. Weil er auch er kann sogar die Erfahrung von 20-Jährigen. Was ist, wenn diese Maschinen irgendwann, weil sie die ganze, die komplette Kontrolle übernehmen? Ja. Von Atombomben, von Kampfjets, ja, von genau. Panzern. Genau. Und uns versklaven. Das könnte passieren. Ja, und dann? Nichts. Dann in 500 Jahren gibt es einen neuen James Brown dann. Nein, ich finde das sehr. Ich finde das ist also sehr. Also guck mal, ich sag dir mal das so. Sehr, sehr, guck mal, und. Warte. Ja. Es gibt ganz was Wichtiges. Es gab mal ein Video vor 4 Jahren, glaube ich, oder 5 Jahren. Nicht jetzt, diese künstliche Intelligenz. Vor 4, 5 Jahren. Haben die zwei Roboter miteinander so hingestellt und haben die künstliche Intelligenz aktiviert. Ja. Innerhalb 5 Minuten haben die beide eine Sprache entwickelt, die keiner mehr verstanden hat. Und dann haben die Notschalter gedrückt, dass sie wieder ausgeschaltet werden. Ja, das ist, also ich weiß, dass, war das Elon Musk? Ich weiß gar nicht, ob es Elon Musk sogar selber ist. Irgend so ein berühmter Supermilliardär ist doch ein, der geht doch auch durch alle Podcasts und redet gegen künstliche Intelligenz und sagt, das ist Elon Musk. Ja, ja. Nein, ist nicht der sogar Voice-Over erfunden hat? Nein, nein, das ist Elon Musk. Ich glaube, Elon Musk auch bei Joe Rogan. Er meinte, die Leute belächeln das, die finden das gut und so, aber künstliche Intelligenz ist die größte Gefahr für die Menschheit. Ja, 100%. Weil es wie bei Terminator ist. Ja. Wenn die, weil guck mal, weil eine künstliche Intelligenz, die wird ja immer intelligenter. Irgendwann entscheidet die sich, wie in diesen Filmen, dass sie sagt, ey, der Mensch, der bringt nur Schaden. Die töten wie sich gegenseitig. Wie ist dieser Film mit dieser Kugel? Die sind rassistisch. Eagle Eye. Auch künstliche Intelligenz. Ja, und dann übernehmen die alles, bestimmen, versklaven und dann muss John, wer wird John Connor sein, der uns rettet? Du. Ja klar, ich habe ja die Filme so analysiert. Und dann kommt so ein Terminator, der muss mich schnappen, dann werfe ich euch so davor, dass der euch tötet, weil ich muss überleben, ich bin der Retter der Menschheit. Ihr müsst euch opfern für mich. Aber das jetzt... Ist ja, guck mal, und wie viel Schabernack kann damit betrieben werden? Guck mal, wenn es so Videos gibt, es wird ja immer jetzt populär... Also ich nehme die Leute nicht mal ernst, die Schabernack heißt, ja, sagen. Okay. Es passiert ja immer mehr, auf TikTok gehen diese Videos viral, dass sie zum Beispiel, wie gesagt, zeigen, ey, Michael Jackson singt Let Me Love You, Like I Love You von Justin Timberlake. Und dann gibt es ja auch mit Video. Guck mal, was da alles entstehen kann. Es kann ja jemand einfach ein Video erstellen von Cheyenne, wie er so schlecht über mich redet. Und sagen, ey, guck mal hier, der wurde heimlich gefällt. Wie will man, verstehst du? Du kannst in der Ehe sein und eine Beziehung führen. Ja. Und dann geht einer mit deiner Stimme hin
und flirtet mit einer Frau oder keine Ahnung. Oder jemand macht ein Video mit deiner Frau als Pornodarstellerin. Ja. So, das weißt, ist schon krass. Und das wird dich treffen, auch wenn du weißt, dass das künstlich ist. Weil du sagst, ey, was. Das ist schon keine Sache. Aber wie entscheidet man das? Was dann echt ist. Ja, das kommt ja auch dazu. Später muss man muss ja irgendwann alles hinterfragen. Okay, ist das echt oder nicht? Jedes YouTube-Video, das wir sehen, egal was wir sehen, wenn wir sagen, ey, hast du gehört, ein Video kam raus, Skandal, 50 Cent sagt in so einem Video, ich hasse alle Iraner, als Beispiel. Dann müssen wir müssen ja immer denken, ja, okay, ist das echt, ist das nicht echt? Das ist ja wieder so ein neuer Akt, dann immer zu hinterfragen, was kann echt sein, was nicht, weil alles gefaked. Und das Schlimme ist, meine Damen und Herren, was denkst du, wie viel die Regierung damit machen wird? Regierung und Medien versuchen uns doch eh immer zu steuern, dass wir alle so eine Kollektivmeinung haben. Wenn die Regierung jetzt zum Beispiel will, dass wir Russland oder Iran im Westen alle hassen, weißt du, wie viele Fake-Videos auftauchen von Putin, wie er so kleine Kinder misshandelt und so, wie die es einfach, die werden es dann noch krasser faken, damit wir sagen, ja, boah, stimmt. Das Problem guck mal, wie ist, 2023 sind wir bei diesem Status. Ja! Das ist in 20 Jahren. Und du sagst ja selber, wie schnell das geht. Ja, glaub ganz, mir, ganz und das haben ja schon Hollywood-Filme damals gezeigt, wenn so die Regierung sagt, ey, wir müssen das Volk dazu kriegen, dass sie das und das glauben, dreh mal irgendwas. Es gibt ja diesen ganz Wag the Dog, glaube ich, heißt der Film von Robert De Niro, kennst du den? Da geht es darum, also ich glaube, die Story ist ungefähr so, der Präsident hat irgendwas gemacht, ich meine eine Frau sexuell belästigt, ich bin mir aber nicht mehr sicher. So, und damit der keinen Shitstorm kriegt, sagt dann die Regierung, die beauftragt Robert De Niro, der ist so ein Regisseur, und sagt, ey, dreh mal so ein Kriegsszenario, dass wir der Amerika sagen, wir haben Krieg. Und dann dreht der gefaked im Studio und sagt, ey, wir haben Krieg mit Albanien. Glaube ich, das ist der Film. Kenn ich nicht. Und dann zeigen die das so. Und das ist ja halt auch ganz starke Kritik an der Regierung. Und es gibt ja auch die Gerüchte, die gibt es, was die Wahrheit ist, wissen wir nicht, dass diese ganze Osama Bin Laden-Sache eine Farce ist. Dass das immer irgend so ein Ami war oder ein Latino, der geschminkt war mit Bart. Und die haben immer so mit den Videos gedreht und diese Videos haben die veröffentlicht, damit die ein Feindbild haben. Ja. Und was meinst du, wie einfach das dann sein wird? Ja, es wird natürlich einfach, guck mal, also Eagle Eye ist das beste Beispiel. Weil es geht ja darum, dass die künstliche Intelligenz, mit Shia LaBeouf, ne? Genau, ja, entscheidet, wer ein Feind ist und wer nicht. Und nimmt alle Informationen, kann die Züge steuern, kann die Flugzeuge steuern. Und du weißt weil ja, die ja alle Internet haben. Und diese Maschinen berechnen das ja so auf ganz komische Sachen. Die sagen jetzt zum Beispiel, ja okay, der ist ein zorniger Typ. Okay, dann müssen wir den töten, das ist ein Feindbild. Obwohl der vielleicht gar nicht so... Ja, da kommt ja die künstliche Intelligenz dazu. Und plus nochmal dieses Bewertungssystem aus China. Hast du das gehört? Mm-mm. Das gibt ja so ein Bewertungssystem jetzt in so einer App. Das gab auch bei Netflix mal so eine Folge. Da würde ich ja durchfallen. So, du kommst in ein Restaurant und bist unhöflich zum Beispiel. Ja. Und dann kann der Typ dich als Mensch bewerten. Und dann... Kommst du eine Sternebewertung für Menschen? Genau, und dann kommst du in gewissen Restaurants nicht mehr rein, du musst, darfst nicht mehr in gewissen Flieger dann fliegen, du darfst in gewissen Bereichen von der Stadt nicht mehr rein. Boah, dann dürfen Libanesen nirgendwo mehr rein. So, deswegen, also das gibt's ja bei China. Das wäre aber geil für so diese dummen Kanacken. Nein, boah, das ist auch nicht geil. Glaub mir. Dass man die nirgendwo mehr rein. Weil du musst ja, dann wäre ja alles fake. Du wirst hier nie wieder jemand unfreundlich sehen. Alle würden dir ins Gesicht lachen. Das, und da sagst du ja das, was ich eben gesagt habe. Dann, du nimmst die menschliche Komponente, weil alle werden so sein. Ja, genau. Wie Schlagersänger. Genau. Also ich halte diese Entwicklung für sehr, sehr besorgniserregend und ich glaube, wo es irgendwann an den Punkt kommt, wo du nichts mehr glauben kannst, dass wir einfach in so einer komplett virtuellen Realität leben, bis dann werde ich ja nicht mehr da sein. Aber ey, guck mal, ich würde mich wirklich interessieren an so einen Wissenschaftler, der an so einer KI arbeitet, wie die überhaupt funktioniert. Ich würde ihn gerne mal hier haben. Ja. Und warum, was ist denn der Fürsprecher dafür? Was sind die Vorteile, sowas überhaupt zu machen? Warum machen das Leute denn überhaupt? Die unterschätzen das. Also guck mal, zum Beispiel, man weiß in der Waffenforschung und in der Kriegsforschung, warum damit gearbeitet wird, ist, das sagen die auch selber, weil man im Krieg, aber das zeigt ja auch was über das System, eigentlich sollte man gar nicht sowas befürworten oder an Krieg arbeiten. Aber die sagen, damit es keine menschlichen Verluste gibt. Wenn wir Maschinen haben, die Düsenjets fliegen, wenn wir Maschinen haben oder Panzer, die automatisch fahren und schießen, oder so Robotersoldaten, dann gibt es halt keine menschlichen Verluste. Dann wird das halt nur mit Robotern ausgetragen. Aber wie gesagt, da besteht ja die Gefahr, dass der Düsenjet irgendwann sagt, weil er sich entwickelt, ey, du bist das Feindbild. Und dann greift er dich an. Und dann haben wir den Terminator-Shit. Oder, was ja noch schlimmer wäre,
nicht nur, dass die KI selber denkt, dass du der Feind bist. Ich stell dir vor, die KI weiß, wie man andere KIs programmiert und programmiert alle um. Ja, das ist ja Skynet. Und dann ist vorbei. Oder stell dir vor. Ja, das ist hart, Alter. Ja, da kriegt man richtig Angst. Stell dir vor, die ja, oder die passiert nichts. Du bist ja im Bunker in diesem Berg. Stell dir vor. Dieses Zimmer ist gut ab. Oder es hat sogar Absorbierungssysteme und da wird nichts, da kommt nicht mal Sonnenlicht rein. Stell dir vor, die KI sagt auch, ey, mein Auftraggeber, weißt du, die sind die Bösen. Und so, das ist ja, wenn die Kontrolle haben und die sind ja komplett miteinander verbunden. So durchs Internet, wenn die alles übernehmen, dann ist vorbei. Dann steuern die alles, Flugzeuge, Internet, Raketen. Also das normale Internet ist ja noch so ganz wenig, das dunkle Internet ist ja viel größer. Boah. Viel größer. Also ich finde das voll, also wirklich beängstigend. Und wie gesagt, dadurch, dass das jetzt so ein neuer Hype ist, Künstliche Intelligenz, Fake Videos, Fake Stimme bearbeiten, Fake Tech, kommen ja Sachen raus, wo ich dachte, guck mal, vor 5 Jahren hat man das ja auch noch versucht, aber das klingt ja mittlerweile erschreckend. Stell dir vor, jemand, das ist ja schlimmer als Autotune. Stell dir vor, jemand kann nicht singen. Oder Rihanna ist einfach zu faul, ins Studio zu gehen und sagt dann diesem Programm, ey, du kannst ja meine Stimme imitieren, sing einfach so ein ganzes Album ein. Ja, ja. Ja, was ist das? Das geht. Das ist so. Weißt du, was für mich erschreckend ist? Und, wie du sagst, Mensch, hier kommt, das will ich nur sagen, damit ich nicht vergesse, weil das da in die gleiche Kerbe schlägt. Du kannst ja auch komplett so eine Beziehung faken. Guck mal, die Leute lernen sich heute größte Zeit, also am meisten übers Internet kennen. Ja. Weil es heute das normale soziale Leben ist. Man lernt sich nicht auf der Straße kennen oder in der Schule oder in der Uni oder in der Bar. Die lernen sich im Internet kennen. Und dann kann ja diese eine Person, der eventuell rhetorisch nicht so stark ist, kann ja komplett diese Kennenlernphase, die schönen Worte, die er sagt, wie er die Frau bezirzt, wie er ihr den Hof macht, der kann das ja komplett faken. Der kann ja jeden Tag diesem Programm sagen, ey, heute schreibe ich jetzt am dritten Tag mit ihr, ich will ihr das sagen, helf mir, was wären so schöne Komplimente. Und dann verliebt sich eine Frau in einen Mann, der komplett fake ist. Ja. Aber ich finde das Erschreckende, wie das wieder den Menschen beigebracht wird. Weil, guck mal, jetzt, wir sehen es ja, irgendwas Schlimmes ist oder irgendwas Gefährliches und es wird dann so spielerisch. Ha, du kannst mal Drake auf Kanye West Beat machen. So, es wird ja gerade spielerisch gemacht. Ja, so ist immer. Oder so, gib mal ein, jetzt über Nisa, wie wir es gerade eben gemacht haben. Guck mal, wie wir gerade gespielt haben, wie so Kinder. Genau, und uns hat auch so ein Suchtpotenzial. Ja, weil du willst gucken, was er kann er noch, was nicht. Ich glaube, da ist das gefährlich, dass man irgendwann in 3 Monaten sagt, ey, das ist völlig normal. Weil, guck mal, als ich... Dann stumpfen wir noch mehr ab, wie wir schon sind. Ich habe jetzt 3, 4 Unternehmerfreunde, ne? Den habe ich, wir waren vor 3 Wochen oder 4 Wochen was essen zusammen abends, ne? Und ich habe ihnen davon erzählt. Und die sind zwischen 40 und 46 so ungefähr. Das heißt, die sind voll im Berufsleben, die haben gar keine Zeit für Internet, überhaupt was zu wissen. Mhm. Als ich das erzählt habe, haben die mich gefragt, für ihren Job, was sie dafür jemand, also die müssen jemanden dafür einstellen, 10 Stunden am Tag, etwas zu schreiben, ne? Sagt die, kann die das? Ich habe es eingegeben. Der sagt, das ist zu 80% richtig. Warum brauche ich jetzt eigentlich noch einen Mitarbeiter dafür? Genau, Arbeitskräfte fallen auch dadurch wieder weg. Ja, wie klar. Ist das wieder? Also es wird Texterin, auch das Wort, also der Beruf Texterin. Also guck mal, um das dann natürlich mal zu nahe zu legen. Werbetexte und so, alles, diese Leute sterben. Guck mal, letzte Woche haben wir einen Test gemacht, ne? Eine Woche. Von Kaffee Wilhelm, die Instagram-Seite. Jede Bio hat die KI geschrieben. Aber wie? Krass. Wie viele Infos braucht das Ding? Ich sag dir was zur Info. Ich kann es genau vorlesen, ne? Guck mal, wenn jetzt zum Beispiel... Ich gehe jetzt auf die Kaffee Wilhelm-Seite. Ja. Könnt ihr auch folgen, seid korrekt. Geil. So, warte mal, wo ist Kaffee? Da. Wenn da jemand kommt, wie hoch ist die Sicherheit, dass er dich auffindet im Kaffee Wilhelm? Weil das interessiert ja die Leute. Jeden Tag bin ich da. Ja, seht ihr, also wenn ihr Schein sehen wollt, kommt ins Kaffee Wilhelm. Ich habe nur geschrieben, Kaffee. Hm? Kaffee für Restaurant. Nur das. Mit über 90% Arabica-Anteil und der Malung nach der Art des Hauses suggeriert Kaffee Wilhelm die beste Geschmacksentfaltung. Jeder einzelne Bohne probiert eines der besten Kaffeemomente bei uns im Kaffee Wilhelm. Achso, ich habe noch Wilhelm dazu geschrieben, Kaffee Wilhelm, den Namen. Dann. Deswegen hat mich auch gestern gewundert, wo. Acai Bowl. Ja. Habe ich geschrieben, Acai Bowl, Verkauf. Nach brasilianischem Ursprung und deutschen Healthy-Trend bieten wir auch euch den Geschmack
der Yukarara, auch genannt Acai, in Form einer Bowl. Vegan, 100% Bio und das absolute Powerfood zum Start in den Tag, aber auch zum Abschluss des Tages. Die Acai Bowl ab sofort im Café Wilhelm. Was ist los? Warum zitterst du so, Alter? Ja, das war ja auch gestern im Podcast, wo ich so die Bio schreiben wollte und ich so, ja, das Ding macht das. Ja, ja. Aber was gibt dir, was muss man da eingeben? Wie viele Infos braucht das? Du meinst, das war letzte Woche. Ja, stimmt. Sorry, das war letzte Woche. Genau. Das war letzte Woche. Es sind 4-5 Stichworte. Braucht er und. Aber warte mal, hat er jemals einen Text geschrieben, wo ihr gesagt habt, nee, das können wir für die Folge nicht benutzen oder ist es immer gut? Nee, das haben wir jetzt erst letzte Woche das erste Mal gemacht. Ah, okay. Ich muss mal checken gleich. Das ist so. Du wirst, hör auf, du wirst süchtig. Nachher wirst du nächste Woche kommen und sagen, ey, das ist voll geil, das Ding. Ich habe nur noch mit dem. Ja. Du antwortest uns schon so nicht. Wow, Chef, man kann das auf WhatsApp. Ey, antworte okay. Meinen Freunden. Okay. Ja, okay, das ist geil. Guck mal, was du so machen kannst. Ich sag's aber jetzt. Also dann, du hast doch so komische Gruppen, wo so erwachsene Männer so über Filme sprechen. Ja. Und so die Strumpfhose von dem und ja, so. Ja. Ne? Du kannst einfach schreiben, schreib mir eine komplette Review von Spider-Man 3 mit allen wichtigsten Fakten, aber schreib so, dass keiner merkt. Und dann schickst du denen so einen Text. Nein, aber dann kann ich nicht so angeben mit meinem Wissen. Das feiere ich nicht. Ja, aber jetzt können die andere Leute das bei dir machen. Haben wahrscheinlich besseres Wissen als du. Ja, das ist ja voll scheiße. Ja, es ist sehr einfach jetzt. Was soll man machen, Bruder? Stell dir vor, aber das Geile ist, wenn man das so lustig benutzt, so wie Cheyenne, auf einmal schreibt er mir so, Nisa, ich habe gestern Spider-Man 2 gesehen und so wie er sich immer lustig über mich macht, wusstest du, dass in der Szene, wo der das erste Mal sein Netz benutzt, im Bild, der auch vorbeiläuft, der das Netz in den Comics da. Und dann weiß ich ganz genau, dass du das nicht sein kannst. Warum? So, weil das ich schon geguckt. Das ist echt. Das ist was würdest du machen, wenn du jetzt, Nisa Akrimi, ja, darf über die ganze Welt herrschen? Gesetze, ja, alles hört auf dein Kommando. Weltmonarch. Ja, ja. Weltmonarch. Ja. Was wären so die ersten 10 Sachen, die du machen würdest? Gesetze? So allgemein, was würdest du erstmal ändern? Alle Frauen ab 40 umbringen lassen. Nein, Spaß. Das war ein Scherz. Das war ein Scherz. So in der Folge letztens. Was würde ich machen? Ich distanziere mich ganz klar von dieser. Also erstmal würde ich dafür sorgen, dass Bildung bis zum hohen Alter Pflicht ist. Was heißt hohen Alter? 30. Das heißt, alle sollen bis zu 30 zur Schule? Sich immer weiterbilden, irgendwas machen, studieren. Okay, und wer soll die Wirtschaft ankurbeln, wenn alle bis 30 studieren? Ich werde irgendwie ein System finden. Ich werde das schon machen. So arbeiten, man muss arbeiten und studieren. Okay. Damit man so mit 30 ausgelockt ist. Sich umbringt, wenn man depressiv. Okay. Man hat nichts vom Leben. Okay, dann ist wichtig, dass du willst, dass jede Familie so 10 Kinder macht. Jede Familie macht 10 Kinder, es gibt keinen Hunger mehr. Niemand darf hungern, vom Gesetz. Man ist verpflichtet als Mensch, wenn man sieht, dass einer hungert, dass man ihm Essen gibt. Aber der macht's nicht dann. Knast. Okay, das heißt, du musst erstmal, du hast... Warte, ich muss noch runterbrechen. Du hast Leute, die bis 30 studieren müssen und arbeiten gehen müssen. Ja. Wann haben die Zeit, diese Familie zu gründen und diese 10 Kinder zu machen? Zeitmanagement. So, und dann, wie viele Gefängnisse willst du bauen, wenn von 8 Milliarden Menschen 2 Milliarden die anderen... Wenn die Strafen hart sind, geht das ganz schnell. Du wirst nicht so eine Knastgesellschaft haben wie in den USA. Wenn jeder weiß, dass wenn er klaut, die Hand abgehackt kriegt, dann wird keiner klauen. Das würdest du auch hinführen. Ja, ich würde, also höchste Strafen für Gesetzesbruch. Aber die höchsten. Aber in allem heißt, das Krasseste. Aber was heißt Gesetzesbruch? Wenn man jetzt sagt, öffentlich Van Damme ist scheiße, wenn ist das sagt, so wie Saddam Hussein? Die Kampfszenen sind nicht mehr zeitgemäß. Ja, oder? Da kriegt man so, das ist so ein Ticket, wie beim Falschparken. Wie viel ist das? 30 Euro? Das ist genauso, ob du Saddam Hussein nicht beleidigt durftest. Genau. So, überall müssen Saddam Hussein Bilder hängen. Und was ist, wenn überall bei ihm, wenn der Nordkorea wäre, überall müssen Van Damme und Stallone Bilder hängen. Genau, wie diese Nordkorea, ja. Überall müsste das hängen. Guck mal. Und alle müssten so einen Stallone-Haarschnitt haben oder Van Damme. Genau, guck mal. Wenn ich der Weltmonarch wäre, die Welt würde aussehen wie so eine Mischung aus Nordkorea und Super Mario World. Ja? Diese zwei Sachen. Ja, guck mal, wie krass ich was für zwei Welten nicht zusammenbringe. Okay. Also, guck mal, jetzt ernsthaft. Kein Hunger, niemand darf wirklich hungern. Ja. Höchste Strafen für Verbrechen. Ja.
Anstand ist in der Gesellschaft ein Muss. Okay, heißt? Das heißt, diese, ja, wie so ein dahergelaufener Kanake dich benehmen ist. Also es wird auch keine Frauenhäuser geben? Nein, weil eine Frau nicht um ihr Leben oder um ihre Gesundheit fürchten muss. Weil jeder Mann so 18 Jahre in den Knast kommt, wenn er bei einer Frau nur so macht. Nur so? Ja, weil das ist ja schon so, erschreckst sie ja. Okay, gut. Ja. Allerdings hat die Frau aber auch Pflichten, das ist nicht so schön für sie. Ja, okay, warte, welche denn? Darf die bis 18 Uhr draußen bleiben? Im Sommer, ja. Okay. Was noch so Interessantes? Traditionelle Rollenverteilung wieder. Der Mann muss für seine Kinder aufkommen. Er muss ein Vorbild sein. Er muss seine Kinder zur Schule, zum Kindergarten fahren. Ja, aber wann denn, wenn er studieren muss und arbeiten muss? Ja, egal, Jahre? So ist die Welt. Okay. Das Krasse ist, ich werde nichts von diesen Sachen machen. Und ich bin der Weltmonarch. Das ganze Volk ja, wird mich hassen. Aber du musst dich ja kümmern. Ja, ich steuere da ja alles. Ja, klar. So, Frau, Haushalt, Kochen. Wer wären wir in diesem Monarchsystem? Ja, kommt drauf an, wie höflich ihr zu mir seid. Und das ist nicht mal die gelogen, das ist die Wahrheit. So, was wäre Fasern? Ja, Fasern ist nett. Der kann so jede Position haben. Okay, Dulli? Nichts, was man organisieren muss. Und Reda? Aber ja. Reda ist irgendwann frisch. Ja, Reda wird zum Weltmonarch. Ja, Reda ist Cutter. So. Reda ist dieser Gaukler. Ich zieh dir auch so ein Gaukler-Kostüm an vom König. Der muss so jonglieren für mich. Bei mir, ich würde wahrscheinlich eine eigene Weltsendung bekommen. Ja. Wo jeden Tag. Wo jeder Scheiße, der krasseste. Das sind 14. Es gibt so einen Scheiern-Sender und alle müssen in eine Stunde am Tag gucken. Ja, und da wird nur gesagt, Schein ist der krasseste, Schein sieht am besten aus. Okay, und wenn ich den einmal abfacke, dann wird die so eine Woche abgestellt. Ja, okay. Nein, Welthunger. Guck mal, erste Ziel, Welthunger beenden. Ja? Ja, wirklich. Das, ich finde das ganz schön, weil wir haben so viele Möglichkeiten, dass aber warum machen dass niemand die sechs reichsten Menschen, könnten das doch beenden? Guck mal, wir könnten das alle beenden. Wenn jeder nur 1 Euro an irgendeine Organisation, die sich um Hungernde kümmert, spendet, dann würden wir das hinkriegen. Das kommt doch nicht an. Bei manchen 60-70% Verwaltungsgebühren. Ja, kommt drauf an, wo du es machst. Deswegen, ich finde Hungern ganz schlimm. Man sollte dafür sorgen, dass jeder Essen und Trinken hat. Das wäre meine erste Aufgabe als Monarch. Und damit wir eine funktionierende Gesellschaft sind, müssen die Männer intelligent sein. Die Männer müssen stark sein. Das heißt, ich wäre wie so ein China. Sport ist Pflicht. Du kriegst keinen Ausweis. Ist in China Sportpflicht? Ja, die haben ja so ganz krasses System. So Gewichtheben, Akrobatik. Du musst das machen, nicht von den Eltern. Ja, von der Gesellschaft generell ist dieser Druck, weil du sonst so als Versager giltst. In der Planet Erde von Nizar kriegst du keinen Ausweis. Hier kriegst du einen Ausweis ab 16. Du kriegst keinen Ausweis als Mann. Du darfst dich nicht Mann nennen. Wenn du nicht auf Knopfdruck 10 Klimmzüge, 30 Liegestütze machen kannst. Mhm. In seiner Welt müsste Van Damme Bloodsport live als Musical vor dem machen. Nee, so, es gibt Public Viewing einmal die Woche. Jeder muss Bloodsport gucken. Genau. Frauen müssen alle kochen können. Was, wenn eine Frau sagt, ich will nicht kochen? Knast. Na, dann kommt sie nach 16 Jahren raus, die ist so nisal, weiblich. Ja. Sie ist so stolz. Ja. Frauen haben keinen Stolz. Doch, doch. Doch, die haben Stolz. Ja? Ja, klar. Ja, aber was sind das dann für Frauen? So ohne Nase und so. So eigene Meinung. Einfach so ein Loch hier. So Frauen ohne Nase. Das heißt, wir könnten bei Nizar, also wirklich, wir könnten Nordkorea und Super Mario World. Ja, genau. Auf eine Seite wird es voll lustig und Spaß, ja. Auf andere Seite gibt es so Werte. Alle müssen auch so Nerdwissen haben. Das heißt, du musst mindestens 10 Bösewichte von Spider-Man nennen können. Ja, aber das macht doch kein Mensch aus. Natürlich macht das ein Mensch aus. Warum? Weil das wichtig ist. Deswegen könnt ihr nie so cool sein wie ich. Nimm mal 5 Bösewichte von Spider-Man. Bruder, ich glaube nicht bei irgendeinem Date, wenn du das sagst, dass du der Coolste bist. Warte, nimm mal 5 Bösewichte von Spider-Man. Was machst du hobbymäßig? Ich kann dir 5 Spider-Man-Bösewichte. Ja, das ist doch krasses Wissen. Guck mal, entweder hat die Akne ja, oder so eine dicke Panzerbrille. Ja, so wie die Frau, wie die Freundin von Sheldon. Okay, stell mal vor, du... Guck mal, was ist die? Ist die nicht Meeresbiologin? Ja, guck mal. Ja, das ist eine Serie. Guck mal, intelligente Frau, ist doch schön. So, hör mal zu. Ja. Du sitzt mit Halle Berry in so einem 5-Sterne-Restaurant. Ja. Und stell dir vor, du erzählst dir, dass du die 5 böse... Ich würde voll damit an. Was für 5? Ich kann mindestens 15 nennen. Ja, das ist doch krank. Wie? Das ist krank. Das Wichtigste.
Kannst du 5 Bösewichte von Spider-Man nennen? Nein. Kannst du 5 Bösewichte von Batman nennen? Nein. Versuch doch mal 3 wenigstens. Die Namen von den Schauspielern oder wie sie heißen? Nein, die Bösewichte. Joker. Pinguin. Ja, siehst du, geht doch, Alter. Two-Face. Ah! Komm, 5 kriegst du vielleicht noch hin. Ich habe nur 3 Batman-Filme gesehen. Ist doch egal. In den Batman-Filmen, die du geguckt hast, guck mal, 3. Warte mal, da war doch diese... War das nicht noch einmal dieser Unternehmer, der Feind, der dann irgendwann sich gewechselt hat? Als was gewechselt? Das ist Two-Face. Das ist Two-Face? Two-Face ist aber ein Anwalt. Das ist kein Unternehmer. Du bist auch so ein Unternehmer. Die sind irgendwo in so einer Gala und die gucken sich als Bruce Wayne ganz normal an und dann irgendwann sehen die sich nochmal in diese Kostüme. Ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Okay, wie nimm mal zwar 3 Spider-Man-Bösewichte, das muss man schon hinkriegen. Der mit diesen Armen. Dr. Octopus, lassen wir gelten. Dann der mit dem Sand, dieser Typ. Süß, Sandman, der ist geil. Komm, einen noch. Dann sein ehemaliger bester Freund. Harry Osborn, auch der grüne Kobold geworden. Siehst du, geht doch. Okay, wieso kann ein Cheyenne, der über so Geeks lästert, ja, vor jetzt von Spider-Man konntest du 3 Bösewichte nennen und von Batman? Ja, weil ich die 3 gesehen habe. Aha. Aber ich kenne nur immer die ersten. Ich finde das gut. Du bist jetzt Batman mehr Returns, Batman Reverse, Batman Begins, Batman's the Start, Batman's the Middle East, Batman's the Pause. Also ich kenne die ganzen Sachen nicht. Reverse. Keine Ahnung. Ich kenne einen. Ich kenne den Klassiker. Jetzt bist du bei mir gestiegen. Was? Jetzt mag ich noch mehr als vorher. Warum? Siehst du das gut? Okay. Ich stelle euch als meine Berater ein. Jeder König hat einen Berater. Hat Berater. Ja. Ihr seid mein Berater. Aber Berater hat die Funktion, dass man auf den Berater hört. Ja, okay. Und wir. Und der will nur, dass wir ihn belustigen. Ja, warte, nein. Ihr seid meine Berater und wir entwickeln gemeinsam die Gesetze. Alle Berater müssen die gleiche Meinung haben. Ja, das ist so dieser. Und er braucht immer so eine Treppe, wir müssen hochgucken. Ja. Und wir gucken einmal genau, runter. Genau, und ich komme so hoch, weil ich so Komplexe habe. Ja. Ich gehe immer so hoch, die Treppe und gucke so runter. Und ihr müsst alle hochgucken und sagen, ja, König dieser. Ich glaube... Ich wäre aber ein fairer König. Ja, das stimmt. Oder nicht? Du wärst ein fairer König, ja, solange es so nach dir geht. Also, ja. So. Nein, ich wäre so fair und würde ich nicht versuchen, jedem gerecht zu werden. Einige Leute würden mir auch leid tun, selbst wenn die so respektlose Sachen sagen. Ja, aber bei Nizar ist so, da kommt jetzt so ein einer aus Somalien, ja, und sagt zu ihm, Nizar, guck mal, der hat mir Unrecht getan, der hat meine Frau angefasst. Dann gibst du dem so einen Speer und sagst, töte den. Ja. Ich glaube, ich glaub, Dulli wäre König. Nein, das wäre nicht gut. Gesetze würden erst nach 6 Monaten kommen. Genau, Gesetze würden, nee, der wird die da erfinden, gerade für die Situation. So, das ist geil. Ja, und dann, wenn du sagst, und überall also, wenn Ross. Ja, und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Berater sagen würden, ey, Dulli, du hast kein Gesetz gegen das und das. Ja, mach ich jetzt. Oder jede Stunde Ruffs. Ja, ja. Immer so Comedians. Ja. Dürfte man in deiner Monarchie, ja, dürfte man von Özcan klauen? Nein. Was ist das für eine Strafe? Geistiger Eigentum ist auch, wird... ja, hart bestraft? Ja. Okay. Man dürfte nicht klauen. Man dürfte kein Unrecht niemandem tun. Man dürfte auch Menschen nicht ernsthaft verletzen. Darfst sie so roasten, das ist okay. Das supporte ich sogar. Echt? Ja. Okay, was würdest du dann auch so wie damals so der König dann so diese Gaukler holen? Ja. Die dann, aber was, die wurden ja damals umgebracht, ja, wenn die nicht lustig waren. Nein, ich hole mir so ganz dicke Leute, die so eine Wasserrutsche runterrutschen. So auf Bauch und dann heben die immer so ab. Findest du das lustig? Ja. Ist nicht dein Ernst? Doch. Okay. Dann würde ich so Wettessen machen. Ich würde schon so geile Sachen machen. Und ich würde so befürworten, dass so komische Paarungen zusammenkommen. Ich würde so wollen, dass ein tibetianischer Kleinwüchsiger so eine ganz dicke Ukrainerin heiratet. Um was zu bezwecken? So ein kleinwüchsiges, dickes, aber die Frau muss so ganz dick sein, wie bei Norbit. Der ist schon krank, gell? Aber weißt du, das Geile ist, die... Wie dick, wie... Ja, warte. Unsere Zuschauer und Zuhörer, die wissen das langsam. Ich finde das aber geil. Ja, genau. Das Problem ist für neue Zuschauer oder Zuhörer. Ja, das die ist denken, krank. Die denken, ja, was labert der? So voll menschlich. Das ist gut. Was heißt, ab wann ist man fett? Sollen wir das in der nächsten Folge besprechen? Ja.
Also, meine Damen und Herren. Oh, Marketing ist ja, da. Ja, ich bin doch, hab von dir gelernt. Ja, geil. Guck mal, ey, das Krasse ist, mein Leben ist so abhängig von Shia. Guck mal, wie lustig, als ich jetzt angefangen habe, ich schwör, dass die Wahrheit, als ich angefangen habe, jetzt so Reels wieder zu posten und so, ne, und verschiedene Formate, weißt du, viele in den Kommentaren schreiben, Gott sei Dank hört er endlich auf Shia. Danke, Shia, für deinen Marketingplan. Danke. Ja. Das ist so geil. Du bist schlimmer als der deutsche Staat. Ich warte seit 9 Monaten auf eine Genehmigung für den Laden und die sagen aber irgendwann mal zu, so wie du. Oh Mann, ey. Okay. Folgt uns überall auf die Deutschen, auf Facebook. Wir werden jetzt wieder überall aktiv sein. Facebook, TikTok, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Instagram. Ey, wann können wir das endlich veröffentlichen? Was denn? Was da noch geschieht? Übernächste Folge. Ja? Ja? Geht schon oder nicht? Nee, wir brauchen noch ein bisschen. Okay. Lass uns nichts Falsches machen. Okay. Das wird aber brutal. Okay, meine Lieben, meine Damen und Herren, was ich euch noch sagen wollte, falls ich irgendjemanden verletzt habe mit meinen Aussagen, tut's mir leid. Es dient wirklich nur der Unterhaltung. Natürlich meine ich nichts von dem, was ich sage, ernst. Dankeschön, ich wünsche noch einen schönen Tag. Ciao.